Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Schön, dass ihr auch zu diesem zweiten Video eingeschaltet habt. Ja, es geht immer noch darum, ich möchte mein Büro-Studio schön machen und brauche dafür eure Hilfe. Es ist ja ein Community-Projekt. Jetzt war ich eine Woche im Urlaub und habe mich schon gefreut, wieder zurückzukommen und massenweise tolle Vorschläge und Designideen von euch zu sehen. Leider, trotz der anfänglichen Euphorie, ist daraus nichts geworden. Mir hat der eine nach dem anderen abgesagt. Es ist so. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich damit gerechnet. Von daher möchte ich die Alexandra an dieser Stelle ganz positiv hervorheben, weil die hat nämlich mein ganzes Studio in CAD umgebaut. Umgebaut klingt komisch, nachgebaut. Und dadurch habe ich jetzt ganz übersichtliche Zeichnungen davon, beziehungsweise Grafiken davon. Vielen, vielen Dank dafür. Falls irgendjemand die Projektdatei haben will, hat Alexandra schon gesagt, sie würde die zur Verfügung stellen. Vielen, vielen Dank dafür, coole Sache. Ja, aber es ist nicht so wie mit meinem Projekt Garten, wo ich gesagt habe, ja, ohne Gärtner oder jemand, der sich damit auskennt, komme ich nicht weiter und höre dann damit auf. Nein, ich habe ja gesagt, ich mache das auf jeden Fall und das ist auch noch der Stand. Jetzt habe ich mir natürlich in Barcelona, in meinen Ferien, in meinem Urlaub, ordentlich Gedanken gemacht und hatte dann gestern beim Fitness die rettende Idee. Ich möchte euch jetzt zeigen, was mir dabei eingefallen ist und wie ich mir das hier jetzt bisher vorstelle. Noch nicht das Ganze, sondern erstmal zwei Kleinigkeiten und bei einer davon, sonst würde ich dieses Video nicht machen, brauche ich mal wieder eure Hilfe. Krömer ist immer nur am, helft mir. Folgendes Ding, ich habe hier zwei Schreibtische, das seht ihr, an einem sitze ich gerade. Das hier ist der Schreibtisch, der auch im Studio stand, den kennt ihr irgendwie. Das Problem ist, der ist relativ sperrig, ja? Da haben früher der Olle Papo und ich dran moderiert. Da hängt zwar eine Menge Erinnerungen dran, aber den kann ich hier einfach nicht drin lassen, das passt nicht. Das heißt, ich werde den auseinanderbauen, eBay Kleinanzeigen, weg. Dieser Schreibtisch, wo mein Rechner und das ganze Zeug momentan dran sind, ist der Schreibtisch, der früher bei der Regie stand im Studio. Das Gute ist, der hat nicht einen ganz rechten Winkel, sondern ich möchte ihn so einen Ellbogen nennen, von der Form her. Ja, blöd, also ungefähr so. Und den kann ich prima rechts in die Ecke stellen. Ja, da hatte ich ja früher auch, so einen richtigen Eckschreibtisch, das passt perfekt. Damit schaffe ich natürlich eine riesige Fläche hier in der Mitte und das ist, glaube ich, eine gute Sache. Jetzt kommt es aber. Ihr Lieben, noch nicht einschlafen, kurz aufwachen wieder. Ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne einen Arbeitsbereich, wo ich arbeiten kann, am Blog arbeiten, schneiden und so weiter und streamen natürlich und einen zweiten fürs Moderieren. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht den zweiten Arbeitsplatz genau auf die andere Seite verlege, nämlich in die andere Ecke. Das hat viele Vorteile, unter anderem ist da ein Fenster, das heißt, es ist helles Licht. Ich habe da genug Platz, um dahinter zu sitzen und die Kamera, also die Hauptstudio-Kamera, ist direkt gegenüber. Eigentlich alles total perfekt, wenn da nicht dieses eine kleine Problem wäre. So ihr Lieben, wir haben jetzt folgendes Problem. Ihr seht das hier. Hier soll die Platte, die Tischplatte ran. Das Problem ist nur, hört einfach mal, das ist hohl, ne? Da kannst du nicht dübeln. Das sind so Dachschrägen sein, die so ein bisschen isoliert sind und dann irgendwie eine dünne Schicht drüber. Da werde ich nicht bohren können, beziehungsweise bohren schon, aber das wird nicht halten. Das hier ist relativ stabil. Einfach das Fenstersims und so, aber kommen wir auch irgendwie nicht ran, ne? Ihr hört das. Jetzt halt die Frage, wie machen wir das, ne? Wie kriegen wir hin, dass ich hier diese Platte dran kriege? Ich habe auch schon überlegt, ob wir es einfach hier an dieser Schräge runterbauen, dass also die Platte so kommt und dann quasi hier wirklich angepasst wird und irgendwann geht es ja runter, ne? Das ist ja nicht nur Schräge, sondern ab 60 cm geht es ja gerade runter. Wie würdet ihr das machen? Habt ihr eine Idee dafür, wie wir das hinkriegen, ja? Einfach einen Tisch da so ranschieben oder so? Ich weiß es nicht. Da kommt ihr ins Spiel, ihr Lieben. Da brauche ich eure Hilfe. Keine Ahnung. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht kann man da einfach einen Tisch ganz normal ranstellen. Ja? Also vielleicht gar nichts, gar keine Platte, sondern einfach einen Schreibtisch, irgendwie eine lange Platte mit einem Schreibtisch da ranschieben. Das würde ja theoretisch auch gehen. Ja, müsste man aber, glaube ich, dann wieder bauen und so weiter. Ich will gar nicht jetzt weit vorausspinnen. Vielleicht habt ihr einfach Ideen. Vielleicht seid ihr handwerklich begabt. Hobby, Handwerker, Designer, whatever. Lasst mir eure Ideen zukommen, stevinio@justnetwork.eu, ihr kennt die E-Mail-Adresse. Ich bin da für eure Ideen echt dankbar, weil ich bin handwerklich eine totale Null. Das ist leider so. Ich hoffe, ihr lasst mich nicht hängen und steht mir mit Rat und Tat zur Seite, damit ich das hier schön ausbauen kann. Und ich bin mir sicher, dass da was kommt.
Ansonsten werde ich auch in den nächsten Wochen eure Hilfe brauchen. Ich werde es jetzt nach und nach hier durchdesignen und immer irgendwie Rücksprache mit euch halten. Zum Beispiel für den Hintergrund habe ich auch schon eine geile Idee. Einfach weil ich so excited bin, möchte ich das gerne mit euch teilen. Also dieses IKEA-Regal ist eine totale Katastrophe. Das ist halt mega wackelig, wenn hier ein Zug vorbeifährt. Ich wohne hier so 50, 100 Meter vom Bahnhof entfernt. Wenn hier ein Zug vorbeifährt, dann wackelt das, ja. Nicht doll, aber es wackelt und man merkt, es ist total Katastrophe. Das heißt, das werde ich auseinanderbauen. Das ist so mit den IKEA-Sachen, ne? Das steht da zum zweiten Mal. Früher stand es im Studio, da war es ein bisschen stabiler. Seit es hier steht, kannst du knicken. So, das heißt, wird auseinandergebaut, eBay-Kleinanzeigen weg. Stattdessen werde ich so Regale da reinmachen. So versetzt für die Funko-Pop-Figuren, irgendwie designtechnisch schön machen. Und jetzt kommt's. In die Mitte soll mein Fernseher. Ihr erinnert euch, das ist der Fernseher, der schräg oder senkrecht im Studio hing. Der ist jetzt direkt bei mir gegenüber. Da gucke ich Fußball oder was immer ansteht. Das Problem ist nur, zur Hälfte steht mein Aquarium davor, zur Hälfte der Monitor. Das heißt, ich sehe ungefähr so viel vom Fernseher. Der Plan ist jetzt, dass ich den Fernseher in die Mitte mache und zwar mit so einem schwenkbarer Befestigung, sodass ich, wenn ich da sitze, ihn rausziehen kann und schwenken kann, dass ich ihn von da aus sehe. Und wenn ich am Moderationsplatz sitze, dasselbe. Wenn jetzt irgendwie 2018 Fußball-WM ist, kann ich nochmal rausziehen und Fußball gucken. Finde ich eine geile Idee. Also ihr merkt schon, ich bin total Feuer und Flamme, auch total Bock auf das Projekt. Unterstützt mich. Ich habe Mails gekriegt, vielleicht noch als kleiner Abschluss, von Community-Mitgliedern, denen irgendwelche Firmen gehören oder die in irgendeiner Firma arbeiten. Auch eine schöne Sache eigentlich, weil da ist zum Beispiel ein Herr auf mich zugekommen, der in einer Lichtfirma arbeitet und die wollen gerne irgendwie mir so eine Lichtanlage zur Verfügung stellen, so mit App und smartem Licht und so weiter. Voll cool, habe ich richtig Bock darauf, das hier umzusetzen. Kann man eine ganz normale Lampen schrauben, könnte sehr interessant werden. Also wenn ihr zufällig auch sowas habt, meldet euch, sveno@justnetwork.eu. Das soll es für heute gewesen sein, ihr Lieben. Das war mein zweites Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin auf eure Vorschläge gespannt. Und bis zum nächsten Mal.